Ich aktiviere meinen Effekt, um mein Monster zu beschwören. Auf den Effekt von der Beschwörung würde ich gerne mal eine Karte anketten. Okay. Beschwörungslimit. Return to Monkey. 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 Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, ihr hochgradig attraktiven Individuen da draußen an den Empfangsgrenzen. Nifkai! Es ist mir immer eine Freude, hier am Schlüssel zu sein. Und ich melde mich mal wieder mit einem Deck-Profile. Jetzt ist aber die Frage, Nifka, was für ein Deck? Weil ich mache hier nicht so viele Deck-Profiles, sondern nur von Decks, die ich wirklich tatsächlich enjoy. Und mein letztes Deck-Profile war ja Raid Raptor. Dann kennt man mich noch als der Typ, der viel Pendel-Deck spielt. Und momentan enjoy ich tatsächlich ein Control-Deck. Eins nämlich vorab. Ich komme nicht immer aus dem Combo-Pendel-Pile, sondern meine ersten kompetitiven Decks waren alles am Control-Decks, weshalb ich dachte, so einen kleinen Softspot in meinem Herzen für Control habe. Und ich habe mich momentan richtig, richtig angefreundet mit Horus Control. Oder Stun, je nachdem, wen du fragst. Ich würde es einfach mal sagen, wir gehen mal kurz rein, was das für ein Deck ist und dann das Deck-Profile an. Kurz vorab, was ist Horus Control, Horus Stun oder wie du es nennen möchtest? Auf jeden Fall ist es ein Control-Deck. Oder Stunneck, wo du einfach nur deine vier Trottel raussammelst, hast du vielleicht zwei, drei Karten in der Backroad, das ein oder andere Floodgate und dann kannst du einfach on the spot das Game gewinnen. Wenn du dich dafür entscheidest, einfach nur dein Horus-Monster auf dem Feld liegen zu lassen, hast du mehrere Effekte. Du entweder ziehst du vier Karten, wenn der Gegner eine Karte von dir outet, entweder tust du eine Karte ohne zu targeten einfach auf den Friedhof senden oder du kannst zwei von seinem Friedhof ins Deck zurückschaffen oder dir wieder auf die Hand geben aus deinem Friedhof. Also die Horus-Karten sind wirklich gar nicht mal so einfach zu outen, wenn sie einmal auf dem Feld sind. Natürlich kannst du dich aber auch entscheiden, stattdessen in einen Rang 8 Pool reinzugehen oder sie als Link-Material für andere Plays zu verwenden. Also ich muss sagen, die Horus-Karten haben schon geile Anwendung und ja, ich enjoy das Deck gerade wirklich, wirklich sehr auf Locus und mit ein paar Tags kannst du auch tatsächlich gegen die Meta was reißen. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife, gehen wir mal direkt ins Deck-Profile rein. Halt, stopp! Bevor wir weitermachen, heute Abend 20 Uhr droppt Sleeve Chief ihre neue Deckbox zusammen mit einem Pärchen Secret Rare Sleeves, und zwar die KFC Deckbox. Das Ganze natürlich in schönem, well, Chicken Nuggets Design. Könnt ihr euch jetzt ranholen? Ich hoffe natürlich, dass es auch eine Vergerne-Variante geben wird. Und natürlich haben sie auch die Packung Secret Rare Sleeves mit reingeschmissen von Garonix und Ho-Oh von Pokémon. Absolut Base, ich liebe dieses Pack und ich freue mich auch schon riesig drauf, wenn ich meine Influencer-Packung davon bekomme. Christ alive, geiles Ding, heute 20 Uhr und mit dem Code NISKA5 kriegst du 5% Rabatt. Und ich würde sagen, weiter mit dem Video. Eins vorab bei diesem Deck-Profile, ich werde hier keine Combo-Lines zeigen. Das liegt jetzt einfach nur dran, weil in der Regel machst du keine Combos. Du sammelst einfach nur 2 bis 3 Trottel runter, setzt 2 bis 3 Karten in die Spell-Trap-Zone rein und das war's halt auch. Also das grobe Gameplay kann ich kurz zeigen, aber es gibt halt keine Kombos in diesem Deck. Das muss man sagen, das ist ein Control-Deck oder Stun-Deck, je nachdem wie du es halt austeckst. Wir fangen natürlich wie immer mit dem Main-Deck an. Wir spielen nämlich dreimal den neu releaseden Field-Spell in Phantom Nightmare. Das Ding hat einfach nur den Effekt, dass du dir ein Horus-Monster von deinem Deck auf deine Hand suchen kannst und dann musst du eine Karte von deiner Hand unter das Deck legen. Dann hat es natürlich noch einen zweiten Effekt, dass wenn du den Horus, das neue Boss-Monster, den Flammengott aktivierst, kannst du eine Karte ziehen. Irrelevant, den spielen wir nicht, der ist nicht gut, meiner Meinung nach. Und was nochmal gut ist, das Ding gilt in der Field-Spell-Zone als Sarkophag. Das heißt, wir spielen aktuell 6 Kopien von Sarkophag. Nicht zu vergessen, da haben wir noch den Sarkophag, den brauchen wir für unsere ganzen Horus-Plays. Er sagt, discarde eine Karte, mill dir einen Horus rein. Solange er auf dem Feld ist, können deine Horus nicht non-targeting zerstört werden. Und wenn dein Horus-Monster kämpft, am Startstep von der Battle-Phase, wird das Monster, gegen das du kämpfst, halt einfach nur auf den Friedhof gesendet. Dann haben wir das Monster-Line-Up. Wir spielen dreimal im Seti. Diese Karte sollte jedem bekannt sein. Kannst du abwerfen mit einer anderen Karte, suchst du dir einfach King Sarkophagus und ziehst nochmal eine weitere Karte nach. Und auf dem Feld, wenn eine Karte auf dem Spielfeld das Feld verlässt durch den Gegner, kannst du ohne zu wählen eine Karte auf dem Feld auf den Friedhof legen. Dann haben wir auch Dua Mutiv. Er sagt einfach nur, wenn eine Karte das Spielfeld verlässt, ich glaube, diesen Satz muss ich jetzt nicht immer wiederholen, darfst du so viele Karten ziehen, wie du Monster mit verschiedenen Namen kontrollierst. Also du kannst tatsächlich potenziell mit dem richtigen Board 5 Karten auf einmal ziehen, dank dem. Dann haben wir noch als nächstes, Moment, den guten Kevin Sinwave.
Er sagt einfach nur, wenn er resolved, der Gegner kann keine Horus-Monster von dir angreifen und er kann auch keine Horus-Monster von dir targeten. Und Harpy sagt, adde dir 2 Karten von deinem Friedhof oder von deinem Banish Pile wieder auf die Hand. Oder du kannst auch 2 Karten vom Gegnerfriedhof wieder ins Deck zurückschaffen. Oder du kannst Karten von deinem Friedhof zurückschaffen. Das geht tatsächlich auch. Soviel zum Monster-Lineup. Und dann noch eine Karte, die sehr, sehr underrated ist, ist Kanopischer Beschützer meiner Meinung nach. Was macht diese Fallenkarte? Diese Fallenkarte sagt, wenn sie einmal auf den Friedhof gelegt wird, wird sie sich selber setzen. Also du kannst sie zusammen mit Imseti, Discard, such dir Sarkophagus, dann ziehst du nochmal eine weitere Karte nach, dann triggert die Trap nach und dann kannst du die dir setzen. Warum finde ich die Trap gerade so cool? Folgendes, ich habe, sobald ich die Trap einmal Access hatte, habe ich immer Combo-Plays gemacht. Weil wenn du deine Monster verloren hast auf dem Feld, hättest du sie einfach im nächsten Turn allesamt wieder beschwören können. Kann ich mal gleich drauf eingehen. Weil das Ding sagt noch Folgendes. Du kannst einmal pro Kette, wenn der Gegner eine Karte aktiviert, kannst du ein Horus-Monster aus deinem Friedhof oder aus deiner Hand beschwören. Das heißt, der Gegner aktiviert Prosperity, Chain Kanopischer Beschützer, beschwöre Imseti. Dann Gegner aktiviert Normisam Reichhardt, Effekt zum Suchen, Chain Kanopischer Beschützer, beschwöre Harpy und so weiter und so fort. Und dann kannst du mit 4 Effekten wieder alle deine Monster aufs Feld bekommen, was ziemlich, ziemlich cool ist. Also das so viel zu dem pur Horus-Line-Up. Würde ich auch definitiv immer so spielen. Es gibt Leute, die spielen die Karte auf 3, die Trap. Auf 2 bin ich der Meinung, reicht die vollkommen aus. Dann spielen wir natürlich noch eine Komplementär-Engine. Und da Horus eine Engine ist, die viel über Discards und über den Friedhof arbeitet, bin ich der Meinung, gibt es keine bessere Engine dazu, wie die gute alte Brave Engine. Ich spiele 3 meine gute Water Enchantress für die Monster, dann haben wir noch einen Griffin Rider, dann haben wir noch mal eine Negate, dann haben wir noch einen Fateful, gefolgt von 2 Ritus of Aramesia, sowie den einen Dracoback. Warum spielen wir diese Karte auf 2? Ich sag's euch, du kannst einfach nur Discard Water Enchantress, kannst du machen, auf Sarkophag, dann kannst du das Ding suchen, das Ding kannst du wieder aus dem Friedhof rausziehen. Also in diesem Deck ist tatsächlich die Water Enchantress die wesentlich bessere Karte als Ritus von Aramesia. Und Leute, ihr kennt mich, ich liebe die Brave Engine und ich bin der Meinung, Brave und Horus, sie passen so geil zusammen tatsächlich. Wirklich spitze. Und du brauchst sonderlich auch nicht irgendein Normes an dem Deck. Dann haben wir noch als weitere Discard-Vorderspiel Momodora und Keldo. Hat mir tatsächlich auch auf der German Open, wo ich ja eine Variante mit Goblin Bike gespielt habe, was sehr schlecht war, hat mir diese beiden tatsächlich auch den Arsch gerettet. Ich konnte jetzt zum Beispiel auf Sarkophag, habe ich dann Keldo discarded und dann im Verlauf des Turns wollte der Gegner den Flameburg-Effekt in Graveyard triggern. Ich chain Keldo und tue ihm einfach alle seine Level 1 zurück ins Deck shuffeln, sodass er keine Möglichkeit hatte, den Flameburg zu resolven. Ich finde die Karten richtig gut. Also sind richtig crazy gut. Und wie gesagt, dieses Deck arbeitet sehr viel über den Friedhof, sehr viel über Discards. Und ich würde, wenn du Horus als pures Deck mehr oder weniger spielen möchtest, würde ich hauptsächlich Karten reinbauen, die halt davon profitieren, wenn du sie abwirfst. Darum, aber da kommen noch ein paar andere dazu. Dann spielen wir noch 3-mal Thrust. Ein Talents und ein Terraforming. Terraforming ist basically dein 10. Sarkophag. Wir haben 3 Imseti, wir haben 3 Sarkophag, wir haben 3 Fieldspell und das ist die Kopie Nummer 10. Das ist für die Consistency. Talents, Thrust müssen wir nicht drüber reden. Und dann noch die beste Karte aller Zeiten für Thrust. Und ich werde wahrscheinlich erstmal die nächsten Monate kein anderes Going First Thrust Target spielen. Und das ist für mich The Black Gold Loves. Die Karte ist so unendlich gut. Boah, liebe ich diese Karte. Entweder du gehst first, dein Gegner macht irgendwas, du gehst dann mit Thrust rein, du settest dir Black Goat runter. Wenn du going second bist, gehst du am Seti, pitch Black Goat, dann chain Black Goat. Crazy Value. Ich habe auf der German Open habe ich einen Moment gehabt, da habe ich meine 4 Monster gesammelt, dann bin ich in Basking rein, zeige ich gleich im Extra Deck, habe ein gegnerisches Monster aus dem Extra Deck rausgerippt. Dann wusste ich, er ist auf Snake Eye. Dann habe ich in der gegnerischen Draw Phase, wo ich das Ding discarded habe, im Graveyard das Ding aktiviert, habe Snake Eye Ash gecallt. Was macht Black Goat Loves genau? Oder Rumpelteufel, wer es noch aus dem OCG kennt. Einmal, wenn du die Karte settest und aktivierst, kannst du einem Monster Namen sagen und der Gegner kann dieses Monster nicht spezial beschwören, außer aus dem Friedhof. Das heißt, du aktivierst Black Goat, du sagst Flameburg Dragon, dann kann der Gegner beispielsweise auf Snake Eye Ash und Oak und Eiche und wie sie alle nicht heißen, keinen Flameburg Dragon aus dem Deck spezial beschwören. Und im Friedhof hat sie den Effekt,
Wenn du sie verbannst aus deinem Friedhof, kannst du einen Monsternamen auf dem Feld sagen und dieses Monster kann seinen Effekt nicht aktivieren. Das heißt, du gehst rein, Blackout Loves, er kann seinen Snake Eye Ash auf dem Feld nicht aktivieren zum Adden oder zum Weglegen. Crazy. Also wie gesagt, going first, going second. Ich liebe diese Karte zusammen mit Thrust und vor allem in diesem Deck. Sau gut. Hat mir so viele Games gewonnen. Wirklich, ich bin am überlegen, ob ich jetzt die auch nicht sogar auf 3 spielen will. Machen wir weiter. Dann, wir sind ja nicht umsonst ein Control-Deck, hat's geheißen. Wir mainen einmal There Can Only Be One und dreimal Skill Drain. Alle haben verschiedene Art-Teile, darum spielst du einfach nur diese wunderbare Karte. Es kann nur einen geben. Der eine ist Spellcaster, Winged Beast, Beast, komplett irrelevant. Und dann, wenn du halt Skill Drain flippst, Return to Monkey, hast du 4 Beater auf dem Feld, beziehungsweise 3, weil der eine verliert seinen Angriffspunkt, dann haust du den Gegner konstant auf die Mütze. Also, würde ich definitiv mit reinspielen. Dann, natürlich, ihr kennt mich, ich habe, glaube in den Zeiten, wo ich Brave spiele, noch nicht eine einzige Brave-Liste gespielt, wo ich kein Droplet spiele. Droplet ist fein in dem Format, du kannst das ein oder andere Board schon ziemlich nerven, aber ich liebe es, wie gesagt, vieles von unserem Deck tut davon profitieren, wenn wir es in den Friedhof reinjagen. Weshalb ich auch Droplet spiele in dem Pile. Absolut Base, Karte ist geil, hat mir auch schon Games gewonnen an sich und Droplet, Pitch Water Enchantress, Pitch, irgendeinen Namen. Uah, wirklich geil. Und zu guter Letzt, die Karte, die dafür sorgt, dass ich, sagen wir mal, eine 80% Winrate gegen Voiceless Voice habe. Lava Golem. Wir brauchen unsere Normal Summon nicht. Ist uns komplett irrelevant. Wir haben keine einzige Normal Summon im Main Deck. Vielleicht eine Water Enchantress, wenn du so möchtest. Lava Golem, Voiceless Voice. Nimmst du die beiden Monster weg oder die 3, auf die sie heutzutage enden? Ist ein kompletter FTK. Sie können nicht spielen. Und nun gehen wir ins Extra Deck. Das Extra Deck. Wir haben einmal die alten üblichen Verdächtigen. Wir haben SP, wir haben IP, wir haben Heaper, Dark, Selene, Access Code Talker und Underworld Goddess. Nichts Neues, diese Karten kennt ihr alle schon. Ich glaube, braucht keine weitere Erklärung. Wenn ihr irgendein besseres Lineup habt, schon klar. Also, Extra Deck Space haben wir mehr als genug in dem Deck. Dann gehen wir mal kurz rein. Wir haben Zombie Vampire für den Rang 8er. Kannst du mal eine Water Enchantress rein mit einem weiteren Namen, wenn du ihn brauchst, wenn du möchtest. Und dann haben wir hier Nummer 1 Infektions-Summkönig oder Bust King, wie ihn so ziemlich jeder normale Mensch eigentlich nennt. Diese Karte ist eigentlich so ziemlich das Hauptmonster, was ich in diesem Deck baue. Weil auf Beschwörung sagt er, du darfst ein gegnerisches Monster aus seinem Extra-Deck auf den Friedhof legen. Dann habe ich schon mal Informationen. Wenn ich zum Beispiel sowas wie ein Black Goat im Graveyard habe, easy, geil. Kannst du machen, dann kannst du wirklich direkt schon mal voraussagen, was du aktivieren möchtest und was nicht. Also, passt King. Absolut basic Karte. Da haben wir einen Galaxy Ice Photon Lord. Hat er so ein Reprint bekommen, ist das bezahlbar. Einfach nur Toolbox. Da haben wir den Gierso für die hart zu entfernenden Flecken. Dann haben wir noch einen Nummer 38 Hope Harbringer und einen Xanaphont. Wir spielen Xanaphont, weil er einen Effekt hat. Und zwar, sein Effekt ist, wenn wir ihn aktivieren, kann bis zum Ende des nächsten Zugs keiner Monster von seinem Friedhof spezial beschwören. Und er kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Und dann haben wir natürlich noch Typhon und Zeus. Wobei ich sagen muss, Zeus, wenn ihr eine bessere Alternative habt, ja, zu 90%, wenn ihr Zeus baut, bummst euch das selbst ins Knie. Ich bin kein Fan von Zeus im Deck, aber ich habe nichts Besseres gehabt. Warum habe ich das Ding reingeschmissen? Jetzt, das Extra-Deck. Ich habe es sehr, sehr selten benutzt. Das Ding ist, mit dem Extra-Deck, du hast lieber deine 4 Namen auf dem Feld. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber wenn du den kanopischen Beschützer-Access hast, dann ist mir das komplett egal. Dann jiete ich so ziemlich alles aufs Feld, was aufs Extra-Deck geht, weil so haben wir 4 Namen, wir haben um Nibiru rumgespielt und diese 4 zu outen ist so schon schwierig genug für den Gegner oftmals. Jetzt aber, wenn ich die Trap noch habe, dann habe ich kein Problem ins Extra-Deck reinzugehen. Dann gehe ich meistens die Line hier in mit den beiden voran, gehe ich in Basking, mache einen Extra-Deck-Rip. Und dann gehe ich mit den beiden, nachdem ich das Extra-Deck gerippt habe, gehe ich noch in eine IP-Mascarena rein. Und dann tue ich einfach nur für jede Kartenaktivierung, die der Gegner macht, hole ich alle wieder. Und dann hast du einfach nur IP-Fodder. Ich mache das aber, wie gesagt, nur, wenn ich die Trap habe, weil ohne die Trap, muss ich sagen, habe ich lieber meine 4 Trottel auf dem Feld, da sie mir schon genügend Advantage geben und dem Gegner noch mehr Druck geben. Von dem her, das ist mein Gedanke, warum ich diese Karte eventuell auf 3 spiele.
Und jetzt gehen wir noch von mir aus kurz ins Side-Deck rein. Side-Deck muss ich aber auch sagen, das ist immer nur so Meta von Meta abhängig oder von eurem Local. Von dem her schauen wir mal, was ich jetzt gerade aktuell spiele. Und das Side-Deck bei mir sieht nochmal richtig, richtig schön aus. Einmal, wir spielen dreimal Summon Limit im Side. Ja, ich nehme einfach nur Going First, die Lava Golems raus, haut die hier rein. GG. Mehr mache ich nicht tatsächlich Going First. Das ist immer, dann spielen wir 7 Floodgates. Dann haben wir natürlich immer noch Evenly matched. Kannst du auf Thrust suchen, bin ich ein ganz großer Fan von. Aber Niska, Evenly macht gar nicht so viel Sinn. In dem Deck würde ich das gar nicht mal so sagen. Du möchtest in diesem Deck lieber weniger High-Impact-Karten spielen, anstatt Handtraps. Klar, ist jetzt nicht die beste Karte gegen Snake Eye auf der Welt, aber ich spiele zum Beispiel auch Magischer Quell. Magischer Quell ist eine Karte, die sagt, du darfst Karten ziehen, ab zu der Anzahl von offenen Zaubern fallen Karten, die dein Gegner auf dem Feld hast. Und so viele musst du dann auch discarden. Das heißt, wenn du jetzt gegen Snake Eye spielst, aktivierst du Magisches Quell. Die haben vielleicht 2 in der Spell-Trap-Zone. Ich habe eine offene Karte mit der. Ich ziehe 2, ich werfe eine ab. Dann haben wir halt die Möglichkeit, nochmal in unser Evenly reinzuziehen. Going Second oder in unsere Droplets oder was weiß ich was. Und dann können wir auch schon mal damit anfangen, Boards zu brechen. Also Magischer Quell, Evenly finde ich ganz gut. Wobei, ich muss sagen, Magischer Quell ist immer, immer besser, weil zum Beispiel Voiceless Voice hat auch gerne mal 2 offene Spelltraps, wenn nicht sogar 3, wenn die richtig greedy spielen. Karte ist gerade richtig gut, finde ich. Dann haben wir natürlich noch Denko Seka für das Labyrinth Matchup. Wenn sie Denko Seka sehen, in der Regel schieben die direkt zusammen, weil sie kein Out haben. Und natürlich Cosmic Cyclone und Feather Duster. Normalerweise würde ich 3 mal Cycling spielen, aber wir spielen Thrust im Main, darum machen Feather Duster. Ja, und das ist im Endeffekt das Deck. Wie gesagt, wir profitieren davon, indem wir einfach nur Karten abwerfen und dann können wir so unsere Boards aufbauen. Das war es jetzt auch schon von der kompletten Geschichte her. Wir beschwören unsere 4 Trottel, wenn wir die Trap haben, machen wir XZ Play, machen vielleicht das eine oder andere Link Play, ansonsten bleiben wir drauf sitzen. Das Deck ist wirklich underrated, hat nicht jeder auf dem Schirm. Es gibt Leute, die signen Karten wie Vanity's Fiend, dass du einfach nur einen beschwörst. Triple Summon sein Vanity's Fiend und dann hast du auch gewonnen on the spot. Kannst du gerne machen. Verliert halt oftmals gegen eine einzige Infinite Impermanence. Aber komm, ist trotzdem ein Floodgate, wenn du es möchtest. Eines muss ich aber auch schon sagen, das Gameplay mit dem Deck ist sehr, sehr langweilig. Also du musst es mögen, dass es langsam vorangeht. Auf deiner Seite. Was will ich damit sagen? Und zwar, ich war auf Locals. Ich set meine 4 Monster und ich mache halt nichts. Dein Turn geht legit 2 Minuten. Mill, 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 beschwöre, 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 pass. Mehr machst du nicht. Ja, und dann darfst du deinen Gegner in der Regel 20 Minuten beim Kommen zugucken. Also, das Deck macht erst etwas, wenn der Gegner aktiv wird. Das ist ein sehr, sehr reaktives Deck. Du musst sehr, sehr geduldig sein. Aber Flip Summon Limit, Monkey. Ich finde es ganz cool. Ich spiele das Deck lieben gerne. Wenn es euch gefällt, haut es mir in die Kommentare rein. Lasst mich wissen, was ihr davon denkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!